Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu 10 Minuten Gaming The Witcher 3. Und ja, wir müssen jetzt mal, wir haben dem Schmied versprochen, wir kriegen raus, wer hier seine Hütte abgefackelt hat. Ich schluck Grillen prinzipiell im ganzen Stück runter. Weil das ist viel besser, dann geht nicht so viel von dem Saft verloren, der austritt, wenn er halt drauf beißt und ja. Also um die Frage, oh, und da hinten sehe ich was. Zunder, der Brandstifter muss hier eine Fackel angezündet und sie aufs Dach geworfen haben. Und dann ist er durch den Garten verschwunden. Ja, dann wollen wir mal gucken, wo uns das hinführt. Ich finde die Nebenquest ja echt bombig gemacht, ne? Das muss ich schon mal sagen. So, hier den Busch nehmen wir mit. Ja, wir packen den Busch ein. Und, ja, wir gehen mal hier. Ich bin nicht so schnell, das ploppt dann immer. Upsala. Okay, der ist hier auf dem Weg und... Hier auf den Weg und dann, ach du liebes bisschen, das war gut gelaufen. Ist jetzt blöd, ne? Können wir mal. Komm, wir reden mal hier. Gucken mal hier drüben. Nee, finden wir nichts. Also hier haben die Spuren geendet. Hier haben wir noch eine Truhe, hier haben wir eine Angel, ein Fischernest und ein paar Ohren. Uren, nicht Ohren. Ah, wir können das untersuchen. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Kannst du mal bitte aufhören, uns zu beleidigen? Ein Mann, ein großer. Also er ist anscheinend ins Wasser gegangen. Wollen wir mal gucken. Wir gucken mal auf der anderen Seite, vielleicht finden wir da ja was. Also hier, ich meine, wir müssen uns ja irgendwo in diesem Radius... Ah, nee, das sind nur Kräuter. Irgendwo in diesem Radius muss sich ja die Spur befinden, vielleicht auch auf der Brücke. Also wie gesagt, bis dato... Wir reden mal mit dem Nilfgaardier hier. Also sicher ist, dass er ins Wasser gegangen ist. Das haben wir jetzt schon rausgefunden. Und dass es ein großer Mann ist. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Hier oben drüber irgendwas? Oder mal hier? Schauen wir mal hier. Nee, hier ist auch nichts. Wo ist unser guter Freund wohl hin? Da hinten sehe ich was. Jawohl. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Hat seine Stiefel im Schilf verloren. Die Spur führt wieder ins Dorf. So, dann wollen wir mal gucken. Wir folgen jetzt einfach mal hier der Spur weiter. Okay. Wir laufen hier einfach mal stückweise immer weiter, weil mich würde das echt mal interessieren, wer hier das Ding angesteckt hat. Ich meine, das gehört sie, ist ja auch nicht die feine Art. Upsala. Okay. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Hier endet die Spur, aber ich erkenne ihn an den Wunden. Aha. Spuren von ertrunkenem Clown. Das muss er sein. Dann reden wir mal mit ihm. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles. Oh ja, sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Habe ich nicht recht? Wir können das unter uns regeln. Ich gebe dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft.
Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Ganz ehrlich, nein. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Na, das wollen wir mal sehen. Obwohl, komm. Ganz ruhig, komm jetzt. Alles klar, eskortiert den Brandstifter zum Schmied. Wir haben Erfahrungspunkte erhalten, das ist voll super. Ich muss mich entschuldigen. Na, kommst du bald mal? Suchst du Ärger? Nein, ich suche nicht Ärger. So, und schön mitkommen, Freundchen. Boah, der ist aber auch ein bisschen hart betrunken, ne? Hast ein bisschen zu viel gekippt gestern Abend, oder wie? Der gute Herr Napp. Aber ich finde das, ich finde die Charaktere, finde ich total gut gestaltet. Also wirklich, man hat so richtig das Gefühl, man kommt hier rein und die Stadt lebt. Namen du beim Beschnitt bekommen hast. Was für ein Name ist das überhaupt? Dervan. Nilfgaardisch. Meine Großmutter war aus Nazair. So, und weiter hier. Ich finde die Dialoge auch, also hier, wie gesagt, dadurch, dass man hier auch Dialoge so am Rande mitkriegt, macht es das Ganze so wirklich realistisch. Also, ich weiß nicht, in anderen Spielen ist das ja wirklich so, dass Menschen dann einfach nur dastehen und ein bisschen gucken, aber hier ist das wirklich so, dass das realistisch ist. Und meine Güte, ist der besoffen, der braucht ja echt... Wie sagt man so schön? Die hessische Ewigkeitsverlängerung. Ewig und drei Tag braucht er. So. Da vorne ist der Schmied. Zu dem müssen wir. Und hoffentlich haut er jetzt nicht ab. Ausgebohrte Hölle mit Schlangenaugen. Ja, mein Gott. Ey, dass die so einen Hass auf uns haben, ne? Ich komme da nicht so ganz drauf klar. Aber na gut. Lass mal sie einfach mal. So. Los, aufwachen. Was? Was ist los? Hier, bitte. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Napp, du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Das reicht. Hey, Soldat, auf ein Wort! Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau. Wenn der Nachschub kommt, ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Oh, hier wird aber hart durchgegriffen. Harte Strafe. Härter konnte die Strafe nicht sein. Aber sie ist verdient. Weißt du, ich habe die Schwarzen zuerst gehasst, wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mach dir gute Preise. Ja, wunderbar. Dann haben wir nämlich einen Händler bekommen. Oh, das war aber ein schöner Sound. Wir schauen mal ins Inventar. Ja, wir haben, glaube ich, noch nicht viel wieder was. Hier haben wir was Neues und hier. Ja, gut, aber das ist noch... Das ist noch alles so, ja. Hält sich noch alles in Grenzen. Warum kann ich denn hier jetzt? So, jetzt aber. Finde Wesemir, haben wir immer noch die Quest. Wir reden nochmal. Wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Zeig mir deine Ware. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Gucken wir hier nochmal. Ein paar Heiltränke wollte ich hier auf jeden Fall mitnehmen. Öl. Diamantstaub, das sind alles so Handwerkswaren. Ein Hemd.
Sidarischer Gambeson. Aber, naja. Ja, aber wir sind wieder bei 10 Minuten angelangt. Das heißt, ich sag hier an der Stelle wieder ganz, ganz... Leb wohl. Genau. Leb wohl. Herzlichen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn es dir gefallen hat, dann zeig es doch mit einem Daumen nach oben. In der nächsten Folge machen wir uns dann auch mal wieder an den Greifen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.